Hallo liebes Internet, hier ist eine weitere Ausgabe des Bier Talks, diesmal in einer ganz besonderen Edition und zwar quasi live von der Republika. Okay, wenn ihr jetzt vielleicht die Uhrzeit und das Wetter und die Sonne vergleicht, nicht ganz live, aber bevor wir in dieser Woche gar nicht zu euch kommen, dachten wir uns, wenn wir schon alle auf der Republika sind, dann treffen wir uns doch alle mal auf ein echtes Bier. In diesem Sinne herzlich willkommen, auch erstmal natürlich an Julian und Marc, hallo. 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 Ja, sehr schön. Ich glaube, wir stoßen erstmal so grundsätzlich mal so an. Und beziehungsweise, wenn wir schon anstoßen, holen wir mal unseren ersten Gast dazu. Komm mal her, Herr Isar-Matrose. Servus und Prosit. Heute ist quasi der erste Tag der Republika. Also wenn ihr das seht, ist es jetzt nicht mehr, aber ist ja egal. was ist dein Highlight bisher heute gewesen? Was hast du dir heute angeschaut? Ich hatte heute eine sehr interessante Debatte über Lokaljournalismus. Vier Frauen aus Hamburg, die für verschiedene Medien arbeiten und da ihre Erfahrungen berichteten. Und warum das interessant war, war eigentlich, ich hätte nicht gedacht, wie krass Idealismus in diesem Bereich noch ist. Also es war sehr, wir machen das, weil wir wichtig sind und wir lehnen alternative Finanzierungsmodelle wie Paid Content aus Prinzip ab. Also dieses, wir machen es uns selber echt schwer, weil wir was Wertvolles hier produzieren wollen. Fand ich echt spannend. Hätte ich nicht gedacht, dass es so krass ist. Ich war auch in der Session und hatte auch das Gefühl, dass es irgendwie einfach mal spannend war, diese ganzen Geschichten einfach mal so komplett nochmal so durchzuexerzieren. Also die Projekte kannte ich zwar teilweise schon, aber es war trotzdem mal zu schauen, also auch auf den verschiedenen Ebenen, wie dann die Arbeit ganz genau aussieht. Du warst, glaube ich, auch auf dem Panel. Ich war auch in der Lokaljournalismus-Session, genau. Fand ich auch sehr interessant. Aber ich würde jetzt mal eine Gegenfrage stellen. Findest du, es ist noch ein Klassentreffen? Die Republika, meinst du? Ja. Es ist, also ich würde sagen, die Klasse ist wesentlich größer geworden. Es ist jetzt eher eine Uni jetzt quasi und die Uni trifft sich und nicht die Klasse. Wo ihr bei den Lokaljournalismus-Panels wart. Mal meine Frage. Ich habe ziemlich häufig den Eindruck, diese Debatten, die wir hier führen, sind alle schon 100-mal geführt worden. Ist denn dem Lokaljournalismus dieser ganzen Thematik jetzt noch etwas hinzuzufügen? Also habt ihr tatsächlich noch was Neues gelernt? Oder ist das alles aufgekochte, nochmal aufgewärmte Suppe von vergangenem Jahr? Ich fand nicht, dass es aufgewärmt war. Was du jetzt hattest, klar, du hast Beiträge überlesen, Debatten. Aber das war alles so Meta und jetzt hast du da die Macherin mal gesehen. Und das quasi aus ihrem Munde gehört und das mit dem Ton der Überzeugung ihrer Position, dass es eher einzuordnen ist, wie wichtig das Thema eigentlich ist, noch um besprochen zu werden, als wenn du den x-ten Blogbeitrag dazu liest. Ja. Ich hatte auch so das Gefühl, es war ein schöner Appell, der da irgendwie rüberkam, weil man hatte irgendwie plötzlich den Eindruck, also ich stand dann so da und dachte, boah, ich will jetzt auch so einen Blog starten, weil es war so... Weil dieser Idealismus halt rüberkommt. Da verdient man kein Geld, ja. Das war die erste Lehre daraus. Ja, aber man kann sich ja Gedanken darüber machen, wie man das irgendwie alles miteinander kombinieren kann und dann vielleicht doch was davon hat. Und wenn es nur ganz viel Ruhm und Ehre ist und man damit anderen Dingen Geld verdient. Also ich fand, das war schon ein sehr starker Impuls, der davon von ausging. Apropos Lust aufs Bloggen machen, hat einer von euch das Panel gesehen, wo bloggende Väter von ihrer Tätigkeit berichtet haben? Ich wollte doch da hingehen, aber ich glaube, du hast in der Sonne gesessen, richtig? Ja, ich hab's sausen lassen für Sonne. Wir können ja mal vielleicht hinter uns schauen, ob da jemand dran teilgenommen hat. Wo sind genau, die alle? Wir haben da ja auch eine große Riege an... Micha, komm mal her. Ja. Hast du, ich weiß nicht, sind wir noch im Bild? Super. Hast du die bloggenden Väter gesehen? Nein. Aber du hast noch gar nichts gesehen, oder? Nee, ich habe leider gar nichts gesehen. Ich war hier heute den ganzen Tag nicht als persönlicher Besucher aus persönlichem Interesse. Wäre ich natürlich auch gerne gewesen, aber ich habe heute hier den ganzen Tag gearbeitet. Während der Isar-Matrose ja schon ein bekanntes Gesicht hier in unserer Sendung ist, bist du noch komplett neu. Wer bist du eigentlich? Was machst du denn? Genau, ich stelle mich mal ganz kurz vor. Ja, warte. Halt es. Ich bin Michaela Gladowitsch und ich moderiere, verschiedene Formate auf AlexTV. Das ist so ein Berliner Sender, eine junge Plattform für junge Medienmacher quasi, die da so ein bisschen auch ausgebildet werden. Das ist ein ziemlich cooler Sender und da arbeite ich. Und du hast super viel zu tun, aber was, wenn du denn mal Zeit hast die nächsten Tage, ist denn dein Highlight, das du dir unbedingt angucken musst?
Oh, damit habe ich mich ehrlich gesagt auch noch gar nicht so auseinandergesetzt, weil ich ja die ganzen, ich habe tatsächlich, wahrscheinlich hast du den falschen Talkpartner jetzt hier, ich habe tatsächlich die ganzen 3 Tage fahren wir hier ein super krasses Programm, also gemeinsam mit dem MIZ macht Alex Berlin gemeinsam diesen White Cube, der da drin stattfindet und Pitch Cube, also es werden neue Formate vorgestellt, es werden junge Medienmacher in Keynote Battles und im Innovation Lab Vorträge halten, die ja alle ziemlich lange dauern. Und dann gibt es noch den Pitch Cube. Das ist so ein 10-minütiges Talk-Format, das das halt alles nochmal zusammenfassen soll und auf den Punkt bringen soll. Und das moderiere ich gemeinsam mit Michael Pretorius quasi die ganzen 3 Tage hier live. Deswegen habe ich wirklich kaum Zeit, mir was anzugucken. Das ist sehr, sehr schade. Dafür können wir dich dann nachträglich sehen im Fernsehen und im Internet. Genau, ihr streamt ja auch. Wir streamen das live auf unserer Internetseite, haben wir einen Livestream. Das gibt es jetzt heute Abend, was wir heute gemacht haben, gibt es auch schon on demand. Also nach der Republika wird es alles auf unserem YouTube-Channel geben. Das heißt, für alle, die das verpasst haben, gibt es das nochmal im Internet, was halt auch super geil ist, weil wie gesagt, es ist halt kleine Portionen von Informationen, die einen trotzdem satt machen. Das heißt, die Leute, die hier nicht sein können, die gucken sich einfach im Internet kurz und bündig an, was hier die ganze Zeit eigentlich gelaufen ist. Okay. Sehr gut. Also, guckt's euch an, Leute. Wir ganz geil. Jetzt sowieso auf das Gesicht drauf, kommt jetzt so ein Klicklink auf YouTube. So kann man das ja machen, glaube ich, in diesem Internet. Klickt einfach auf ihr Gesicht. Sehr schön. So, wo sind denn... Dankeschön. Ach, hier, Leander, komm mal ran. Auch der erste Auftritt von Leander Wattig bei Auf ein Bier mit. Ja, aber du Zeit, guckst. Ne? Wird Zeit, du guckst uns manchmal, oder? Manchmal, ja. Okay. Wann immer Zeit ist. Also fast nie, weil du ja ein umtriebiger Typ bist. Leander, du bist auch heute erst gekommen? Ja, ich bin erst 2:30 gekommen. Also ich hatte noch ein bisschen was zu tun. Ich wohne ja gleich um die Ecke und bin dann rüber geradelt. Aber dann hast du wahrscheinlich das große Highlight gerade schon noch mitbekommen, ne? David Hasselhoff war da. Ja, das habe ich mir nicht nehmen lassen, 5 Minuten mal reinzuschauen und zu schauen, wie ist das mit David Hasselhoff. Aber das hat dann auch gereicht, ja. Ich muss kurz dazu sagen, also ich hatte mit ihm gesprochen und er meinte auch, vielleicht schaut er vorbei, aber also sein Flieger geht jetzt halt und es ist ein bisschen schade. Aber es war auf jeden Fall, was wir gelernt haben, war... Er hat sein ganzes Leben für die Freiheit gegeben. Ja, und dann haben alle gelacht. Dann haben alle gelacht. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, warum. Was ist denn das, worauf du dich vielleicht jetzt freust, also wenn du jetzt erst frisch hier bist? Was ist so das, was du erleben möchtest? Na, ich freue mich eigentlich genau darauf, hier auf dem Hof zu stehen und viele Leute zu treffen. Also ich gucke mir auch immer mal ein paar Sessions an. Aber ich finde das Wertvollste ist eben, Leute wiederzusehen, auch Leute, die jetzt nicht jeden Tag in Berlin sind. Und dieses Networking halt, weil das ist ja nach wie vor so, obwohl es jetzt so gewachsen ist, die Republika ist ja ein Klassentreffen. Und die ganzen Blogger-Kollegen sind hier am Start und dann kann man sich mal wieder austauschen und ein Bier zusammen trinken, wie das ja passend zur Sendung hier ist, ja. Wir waren gerade dabei, ob es überhaupt noch ein Klassentreffen ist und ich habe gesagt, das ist jetzt eher so eine Uni, die sich irgendwie so Alumni-artig irgendwann mal trifft, so alles auf einem Haufen. Was würdest du sagen? Was hältst du von der Vergrößerung der Republika? Ja, ist ja eher eine Plattform und für viele kleine Klassentreffen. Also zum Beispiel, meine erste Republika war 2009, glaube ich. Und zum Beispiel, ich bin ja viel in der Buchbranche unterwegs und da habe ich aus der Buchbranche vielleicht 2 Leute getroffen und inzwischen ist die hier auch sehr gut vertreten. Und so hast du diese ganzen verschiedenen Communities, in Anführungsstrichen, die sich dann hier treffen und austauschen. Und das ist ja auch das Schöne, dass man dann so von Gruppe zu Gruppe switchen kann und sich einfach da in alle Richtungen vernetzen kann. Insofern ist es natürlich immer eine Herausforderung, so ein Event wachsen zu lassen, so wie das jetzt passiert ist. Zum Beispiel auch dieses Jahr die Schließung des Hofes habe ich auch, finde ich, eher kritisch, aber es ist ja doch trotzdem gut gefüllt und ich finde es jetzt bis jetzt eigentlich trotzdem sehr positiv, ja. Aber hast du dir irgendwas jetzt im Kalender eingetragen, so die Session möchte ich unbedingt sehen, irgendwie sowas, oder lässt du dich treiben? Ich lasse mich eher treiben. Ich habe mir so ein paar Sachen rausgesucht, auch von Leuten, die ich ganz gut kenne. Zum Beispiel, wenn Christiane Frohmann heute ihre Session macht zum Katersalon. Aber ich bin primär hier, um Leute zu treffen. Genau. Wie ist es bei dir? Gibt es irgendwie sowas, wo du dich jetzt noch besonders drauf freust oder hast du dir nichts vorgenommen? Worauf ich mich besonders freue, ist eigentlich das Netzwerken. Da musst du lernen, dir ja recht geben. Das ist eigentlich so. Letztes Jahr habe ich mir einen Stundenplan gemacht, ja, die Session zu der Uhrzeit, die zu der. Und im Nachhinein habe ich mit Leuten geredet und habe die Sessions teilweise gar nicht besucht. Insofern lasse ich mich jetzt treiben, aber ich glaube, das war ja auch deine Meinung. Das ist auch meine Meinung und ich habe mich heute mal treiben lassen, beziehungsweise ich habe dann einmal kurz in den Kalender reingeschaut, was es denn so gab. Und ich komme gerade vor The Hof war ich bei einem Panel, was sehr spannend war. Da ging es um quasi Radio für Syrien. Also da sind quasi syrische Radiomacher, die in Berlin in einem Studio sitzen und dann nach Syrien senden. Und das war so eine totale Graswurzelbewegung, also professionelle Radiomacher, die halt einfach in ihrem Land nicht mehr senden können. Und dann mit vielen kleinen Antennen
einfach ihre Geschichten erzählen können. Das war eine total, total tolle Sache. Ja, das ist eben das Gute an der Republika. Ich finde vor allem reizvoll, in Sessions zu gehen, von denen ich gar keine, wo ich vom Thema gar keine Ahnung habe, dass man halt mal Einblicke bekommt in ganz andere Felder. Und neben dem, dass du bekannte Leute triffst, triffst du eben auf unbekannte Themen, dir unbekannte Themen. Und das finde ich eben gerade reizvoll, weil es eröffnet dann am Ende auch neue Horizonte. Marc, ich sehe, Marc hat eine neue Gästin noch mal rangeholt. Ich habe eine neue Gästin rangeholt. Aufmerksamen Biertalk-Zuschauern ist sie bekannt. Hallo, Sonja. Hallo, ich glaube, ihr ist so laut, dass ich deine Vorstellung gerade verpasst habe. Ich habe noch gar keine Vorstellung gemacht, aber du bedarfst ja auch keiner Vorstellung. Seit wann bist du in Deutschland? Du bist ja überall, nur nicht in Deutschland. Seit letzter Woche bin ich wieder da. Und du bist aber auch erst seit eben gerade auf der Republika. Ich bin seit heute Morgen vorbildlich auf der Republika. Das Einzige, was ich verpasst habe, war die Eröffnungsrede. Aber David Hasselhoff hast du gesehen? David Hasselhoff habe ich, glaube ich, 5 Minuten gesehen und dann hatte ich keine Lust mehr drauf. Einfach mal, um ihn zu sehen. Aber man konnte so schön lachen dabei. Das stimmt. Ja. Du hast den Plan wahrscheinlich komplett gelesen. Du weißt, welche Panels anstehen, bist super vorbereitet. Sonja, was ist denn das große Highlight, das wir auf keinen Fall verpassen dürfen? Das kann ich dir leider nicht sagen. Also ich habe mich heute Nacht als vorbereitet, habe die Sachen gelesen. Man merkt dann währenddessen immer, dass man sowieso gerade die Veranstaltung verpasst, in die man eigentlich reingehen wollte. Da denkt man, unsere Biertalk-Gäste wären die aufgeklärtesten Leute überhaupt, die von allem Ahnung haben und dann sowas. Aber ich glaube, es ist nicht. Aber ich hole mal jemanden, der bestimmte Ahnung hat. Marc geht auf Gastsuche. Es ist irre. Ja. Ich stell dir jetzt mal eine Frage. Gleich kommt die Rede zur Lage der Nation oder zur Lage des Internets von Sascha Lobo. Freust du dich drauf oder schaust du dir das überhaupt nicht an? Ich werde wahrscheinlich doch hingehen, ja. Ich bin mal sehr gespannt, was dabei rauskommt, weil das letzte Jahr war, glaube ich, so, wir sollen alle mehr machen. Und jetzt ist ja auch das Motto der Republika, wir sollen alle mehr machen. Mal gucken, womit der diesmal um die Ecke kommt, aber wahrscheinlich kann es auf Dauer auch nur noch enttäuschen. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Also ich fand die Rede letztes Jahr okay, aber jetzt nicht so wow. Aber irgendwie ist es trotzdem Muss, dass man ihm zuhört. Ist er der Internetkanzler oder ist es einfach nur der Mann mit den roten Haaren, der immer mal was zu sagen hat? Ich glaube, er ist einfach jemand, der sehr treffende Worte dafür findet, für das, was viele denken. Und meine, ansonsten würden ihm ja auch nicht alle zuhören. Von daher ist es auf jeden Fall schon immer sehr interessant, wenn er von der Kanzel quasi runterspricht. Jetzt haben wir ja noch ein paar Minuten, bis Sascha Lobo dran ist und wir haben den nächsten Gast. Yay, Marc! Ich darf verkünden, dass die Frau, der ich alles verdanke, hier ist. Katrin, hallo! Hallo Marc! Marc war nämlich mal mein Praktikant und ich bin so furchtbar stolz auf ihn. Ach, danke. Katrin, ich weiß, du bist super organisiert. Was ist die beste Veranstaltung der Republika, die man sich auf keinen Fall nehmen lassen darf? Oh mein Gott, die war ja schon, ne? David Hasselhoff, nein. Scherz beiseite. Ach, ich glaube, die Abschlussveranstaltung ist eigentlich immer das Beste, wenn alle gemeinsam Karaoke singen, ganz ehrlich. Ist das so? Ich habe das noch nicht mitgemacht. Aber das solltest du mal tun. Nein. Ja, besser nicht. Aber heute, 18 irgendwas, steht noch eine wichtige Veranstaltung an. Wir können ruhig so ein bisschen Eigenwerbung machen, oder? Genau, wir haben das Blog Les Flaneurs und da haben wir uns zu dritt zusammengetan und machen so eine kleine Therapiestunde. Es geht um Erschöpfungszustände, Überforderung und die Sehnsucht nach dem Aussteigen. Und wir wollen so ein bisschen hinterfragen, woran liegt das eigentlich, wenn man oft unzufrieden ist und sich überarbeitet fühlt und von irgendwie Südseeträumen geplagt ist. Und so ein bisschen erarbeiten, was kann man denn eigentlich hier machen, um glücklicher zu werden. Das ist ganz einfach. Wenn diese Sendung läuft, ist das Panel leider schon vorbei. Aber man kann es nachträglich zumindest anhören, oder? Genau, das wird wahrscheinlich aufgezeichnet und die Session heißt Jetlag Overload. Aber da wäre ja meine Frage, was kann man denn tun? Vielleicht schon mal so ein kleiner Teaser. Ja, also es ist zum einen schon so, dass man ein Zeitproblem hat, das schon am Kapitalismus selbst liegt, weil wir immer mehr konsumieren wollen. Wir kriegen immer mehr verkauft, aber wir brauchen dieselbe Zeit, um zum Beispiel einen Film anzusehen oder ein Buch zu lesen. Wir werden da einfach nicht schneller. Und deshalb haben wir aber immer mehr Input, immer mehr Material. Die Zahl der Gegenstände, die wir besitzen, hat sich in den letzten Jahren verzehnfacht oder so. Und wir können aber gar nicht mehr Zeit damit verbringen. Dadurch fühlen wir uns unter Druck gesetzt. Und mit Jobrollen und anderen Dingen ist es ähnlich. Wir wollen immer mehr machen. Und das Einzige, was wir dagegen tun können, ist verzichten lernen. Also wieder selber sagen, Prioritäten setzen. Ich kann nicht alles machen, ich kann nicht alles konsumieren. Also was ist mir das Wichtigste? Und da mal ansetzen.
und ab und zu mal offline gehen. Ach ja, dieses Plädoyer für offline. Also mir geht das immer so, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil naja, man schafft halt wirklich nicht alles. Es gibt so ein tolles Tool, das heißt Pocket. Da kann man online Artikel immer so abspeichern und dann sagen, das finde ich total spannend, das möchte ich unbedingt noch lesen. Und mein Pocket ist, glaube ich, sehr voll, aber ich finde halt einfach nie Zeit dazu. Meine auch. Ja, genau. Ich glaube, von jedem ist Pocket so super voll und man findet aber einfach nie Zeit, das zu konsumieren, weil es ist halt zu viel. Und ich glaube, das ist so, deshalb kann ich das gerade sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Geheimtipp: Lesen, was interessant ist, sofort und den Rest lassen. Das ist, glaube ich, mit Mails auch so, oder? Mails, die wichtig sind, sofort beantworten und den Rest kann man auch nach unten wandern lassen. So, wie spät ist es? Haben wir noch Zeit für jemanden oder? Haben wir denn noch jemanden? Hast du doch, Oh, wir haben noch massig Leute. Hier, mach mal eine Überleitung, Henning. Eine Überleitung, während Marc gegessen. Ich soll ein bisschen tanzen. Aber leider hat der David Hasselhoff nicht I've been looking for freedom gesungen. Und da ist schon die Überleitung zu Ende, denn hallo, herzlich willkommen im Beer Talk. Hallo, hi. Wer bist du, was machst du so? Ich bin der Ninja Lagrande und ich bin eigentlich Social Media Managerin und Blogger aber auch und ja, das mache ich so. Bist du seit heute Morgen schon hier oder? Nein, ich bin natürlich wie die coolen Leute gestern Abend schon gekommen, habe mir diesen Button abgeholt, ein Bier getrunken und bin dann wieder in die Wohnung, um meinen Workshop vorzubereiten. Ein Workshop, worüber sprichst du? Ich spreche gemeinsam mit Johanna und Katrin von Les Flaneurs. Über so ein bisschen über unsere Generation, wie wir arbeiten wollen, wie wir leben wollen, ob wir digitale Abstinenz brauchen, ob wir im Dorf oder in der Stadt leben wollen, solche Sachen. Ein bisschen mitmachen und so. Ob wir auf dem Dorf leben oder in der Abstinenz leben wollen. Was ist denn der Reiz der Internetabstinenz? Also wir haben gerade schon gehört, manchmal kann es gut sein, auf das Internet zu verzichten, aber was ist der Reiz davon? Für mich gibt es keinen Reiz bei der Internetabstinenz, aber das soll auch in dem Talk so ein bisschen herauskommen. Wir wollen keine Regeln irgendwie vorschreiben, dass man das machen muss, sondern das muss jeder irgendwie für sich selber herausfinden, was da der richtige Weg ist. Aber für mich ist es nicht der richtige Weg, einfach nur das Handy auszuschalten. Marc, wenn ich dich mal kurz... Hat die Internetabstinenz, wir sprechen gerade über Internetabstinenz, hat das einen Reiz für dich? Überhaupt nicht. Nö, das ist meine Antwort, nein. Gehst du irgendwann mal offline, so im Urlaub? Wann war mein letzter Urlaub? Ich weiß es schon nicht mehr und also ich bemühe mich zumindest abends nicht mehr so sehr online zu sein. Das mache ich auch, genau. Also so ab 21 Uhr versuche ich dann immer nicht mehr auf das blinkende Handy zu reagieren und dann wirklich mich nur mit mir selber oder irgendwelchen anderen Sachen zu beschäftigen. Aber dann kommt trotzdem irgendwie eine Twitter-Nachricht rein und dann hast du den Salat. Also dann nicht zu antworten wäre auch irgendwie unhöflich, oder? Ja. Push-Mitteilungen ausschalten und dann... Ich fahre einfach immer in die Region in Urlaub, wo halt kein Internet ist. Also so zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, Ostseeküste, da ist halt dann nicht so viel mit Internet, von daher geht das von ganz alleine. Julian, wie ist das bei dir? Schaltest du im Urlaub dein Handy aus? Nein, sei denn es gibt kein Internet, dann macht es keinen Sinn. Aber auch Internetabstinenz ist nicht so dein Ding? Nee, ist nicht so mein Ding, aber oh, warte mal, ich seh einen Gast, das ist der Daniel Fiene und der würde bestimmt total gern zum Biertalk, aber er schüttelt den Kopf und... sagt nein. Das nehmen wir ihn übel. Jetzt darf er auch nicht mehr. Jetzt ist es ein für alle Mal die Einladung ausgeschlagen. Jetzt kommt Daniel Fiene nicht mehr in den Biertalk. Gibt es irgendwas, worauf du dich besonders sonst noch freust, außer die ganzen Menschen hier sehen? Ja, yeah, die ganzen Menschen. Auf was freue ich mich? Ach, es gibt so mehrere Sessions, auf die ich mich freue. Morgen früh von Fräulein Tessa. Da freue ich mich sehr drauf. Und ich freue mich heute Abend sehr aufs Bier trinken. Wir sind sehr spät dran heute und wenn ich dann fertig bin mit dem Workshop und das erste Bier aufmachen darf, darauf freue ich mich, glaube ich, am meisten. Also erklär doch, warum du gerade kein Bier hast. Ja, du musst ja auch noch arbeiten. Ich muss noch gerade Sätze sprechen. Sehr gut, sehr gut. Haben wir noch jemanden, Marc? Oder? Ja. Es ist eine tolle große Runde, die wir heute haben. Eine Premiere. Dankeschön. Jetzt hier. Gina Schad. Ich hoffe, diesmal habe ich es richtig ausgesprochen. Ich habe beim ersten Mal Gina gesagt, aber das stimmt nicht, richtig? Nee, Gina. Du bist nicht nur unter diesem Account, den ich übrigens sehr schön finde. Dein Twitter-Account heißt Ach, wie schade. Ach, wie schade, ja. Genau. Aber du bist auch noch unter einem anderen Twitter-Account, vielleicht sogar bekannter. Ich weiß gar nicht, wie die Followerzahlen so sind. Was ist denn dein anderer Account? Medienfische und wir haben noch nicht so wahnsinnig viele Follower. Also ich glaube 200. Ja gut. Es können noch mehr werden. Ich glaube, du folgst uns noch nicht, oder? Das ist ja unverschämt. Das werde ich direkt jetzt gleich nachholen.
Genau, klickt auf ihr Gesicht und wir werden den Link einbauen. Was ist denn Medienfische? Medienfische ist eine Initiative, wo ich kreative Netzaktivisten, Kulturschaffende zu den Grenzen und zu den Chancen der Digitalisierung befragt habe. Und mittlerweile sind es 40 Leute, die ich interviewt habe. Willst du ein bisschen Name-Dropping machen, wer schon alles Bekanntes dabei gewesen ist? Nein. Finde ich gut. Also du warst noch nicht dabei. Bin ja auch nicht wichtig. Und der Julian wollte mal und das hat dann irgendwie, glaube ich, nicht so richtig funktioniert. Julian, du hättest die Möglichkeit gehabt und hast sie nicht ergriffen. Ich hab was, mein Bier ist leer. Das ist so schön am Real Life, man kann nicht einfach off gehen oder so, weißt du? Aber wir schneiden ja auch sonst nicht, das muss man ja auch mal dazu sagen. Das stimmt. Wir schneiden auch sonst nicht. Darf ich nochmal? Darf ich ein Interview haben? Ja, natürlich. Sehr schön. Ach, sentimentale Momente beim Beer Talk. Wunderbar. Genau, Into the Wild, die Republika bringt die Menschen zusammen. Und ich glaube, es war eine sehr, sehr große, sehr runde Runde. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Und dann wahrscheinlich in alter Frische in der kommenden Woche wieder um 21 Uhr im dritten deutschen Internet auf ein Bier mit. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao. Tschüss.